Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Im letzten Part sind wir ja ein bisschen rumgeirrt und haben nach einer Geisterseele gesucht, aber ich habe keine gefunden. Naja, jetzt bin ich mir gerade gar nicht sicher, wo wir hin sind. Dann machen wir erstmal mit der Story weiter und gucken dann am Ende vielleicht, also was heißt am Ende? Na doch, relativ nah am Ende, was uns denn noch fehlt und so. Immerhin haben wir eine Karte. Wir haben eine Karte, wo alles aufgezeichnet wird, oder zumindest die Geisterseelen. Und soweit ich weiß, wenn sich das nicht geändert hat, haben wir sozusagen keine Ahnung, was ich sagen wollte. Tschüss. Ich weiß auch nicht mal mehr, wie der Satz angefangen ist. Egal. Okay. Wir müssen... Oh, hallo. Sagst du eigentlich was? Wir haben sie gerettet. Dieser Jago in den Katakomben. Ist das ein Bekannter von dir? Ich muss mich auch bei ihm bedanken. Du gehst jetzt durch die Welt und bedankst dich bei jedem, du komische... Wo ist eigentlich Leonard und so? Nee, das will ich jetzt erstmal gucken. Wo sind die alle? Heute hat es angefangen zu schneien. Oder gestern Nacht, also gestern auf heute oder so. Oder vielleicht noch. Du stehst da schon wieder. Was machst du denn? Übrigens, mein Papa hat mir etwas gesagt. Okay, das gleiche wie vorher. Was sagst du? Ehrlich gesagt weiß ich auch nichts über diese riesige Statue in den Katakomben unter dem Heiligtum. Die gab es bereits, als ich als junger Priester herkam. Du kamst hierher. Wenn du dich dafür interessierst, Matt, schau sie dir doch mal an. Ich interessiere mich nicht dafür. Wieso laberst du mich deswegen voll? Tür auf. Hallo, ihr sagt wahrscheinlich auch nichts anderes. Ich bin so froh, dass... Oh doch, Moment. Was? Achso, Gott, ich dachte schon. Er redet von seinem Bruder oder Schwester. Wenn das Baby geboren ist, werde ich versuchen, ein genauso verlässlicher, großer Bruder zu sein wie du, Matt. Ich habe bitte keinen Bruder. Ich bin nicht dein Bruder. Oh Mann, jetzt habe ich den Text übersprungen, meine... Ich bin so froh, dass Rales und Nilia wieder zu Kräften gekommen sind, aber Rales ist nicht mehr da und auch ihr geht es sicherlich bald nach Ordon zurück. Es wird ruhig und einsam hier werden, wenn ihr alle nicht mehr bei uns seid. Ja, dann geh weg. Geh einfach weg. Noob. Ich glaube, ich muss wieder gähnen, ja. Ich wollte sagen, ich glaube, ich erinnere mich wieder, was ich sagen wollte. Ich habe ja gesagt, der letzte, wenn wir mit allem fertig sind. Und tatsächlich, wir sind ja jetzt quasi auf dem Weg zum, ich sag mal, letzten richtigen Tempel. Und dann, ja, dann können wir eigentlich schon auf die Suche gehen nach allem. Ich meine, klar, uns fehlt nur noch eine Spiegelscherbe und so. Fick dich, Spiel. Ich wollte doch nur vor ihnen laufen, damit ich mich hochschleudern kann, diese... Ach, Manu. Manu, na, das mache ich jetzt nochmal. Ich muss Geduld beweisen. Warum auch immer, aber ich muss es tun. Geduld ist eine tolle Eigenschaft. Ich weiß auch nicht. Eigentlich bin ich... Also ich... Weiß nicht. Ich meine... Mir kann keiner erzählen, dass es jemanden gibt, der es gerne mag zu warten. Die Frage ist halt nur, ob man dieses Warten aushält oder nicht. Und ich glaube, ich... Also beziehungsweise... Also Geduld ist ja meistens... Ich sag mal, kann man ja so sagen, dass es Warten ist. Also grob gesagt, Warten ist eine Unterkategorie von Geduld. Nein, ich denke mal, Warten ist das, woran man als erstes denkt, wenn man
Geduld hört und alles andere kommt dann irgendwie danach, beziehungsweise ist dann halt nur noch eine andere Kategorie. Und ein Spiel, in einem Spiel geduldig zu sein, also etwas nochmal machen, ist dann nochmal. Unglaublich, Bert, du kannst mit dem Schwert in die Übung umgehen, super. Wow. Die Entwickler gehen wohl echt nicht davon aus, dass man hier nochmal hochrennt. Und ich habe mir jetzt die Mühe gemacht. Was passiert eigentlich, wenn ich hier draufstehe und darauf schieße? Was machst du denn da? Aus so großer Nähe zu treffen, ist ja auch keine Kunst. Du könntest das bestimmt nicht, du Loser. Ich will den Pfeil wieder haben. Yes. Jetzt kann ich springen. Woo! Hast du das schon gemacht? Nein? Okay, solltest du auch nicht, sonst brichst du dir die Beine. Okay, jetzt können wir auch wirklich... Wir haben erfolgreich 5 Minuten verschwendet. Okay. Gut, dass dieser Raum 2 Eingänge hat, hat er gar nicht. Irgendwie hatte ich immer den Eindruck, dass er 2 Eingänge hat. Warum ist der Eingang denn so abseits? Ist ja merkwürdig. Na gut, gehen wir in die Katakomben, zeigen ihm den Stab und den Brief oder was für das Buch genau. Wieso ist das denn jetzt hier oben? Oh, muss ja so sein. Weil wir keinen Slot mehr für Briefe haben, sondern da wo jetzt das Buch ist, kommt ja eigentlich Tante hin. Okay. Hallo, hier bitte. Buch. Hä? Was ist das denn? Oh! Sind das etwa kumulanische Schriftzeichen? Wo hast du das denn her? Oh, ob das vielleicht die Worte sind, die das Siegel lösen? Also gut, versuchen wir es. Ja, du musst doch irgendwie was vorlesen, oder nicht? Bist du blöd? Oder soll die Statue das Buch lesen, oder was? Bist du blöd? Keine Reaktion. Vielleicht ist es nicht diese Statue. Danke, Matt. Die Worte habe ich mir gemerkt. Ich gebe dir das antike Dokument. Also erstmal zurück hier. Wo ist meine Fernbedienung? Ich habe nämlich gar keinen Ton an. Und die liegt da hinten. Ich denke, ich werde versuchen, den Zauberspruch an anderen Statuen auszuprobieren. Die anderen Statuen habe ich schon so oft besucht. Ich weiß auswendig, wo sie sind. Warte, ich markiere es auf deiner Karte. Wenn du noch Fragen hast, komm einfach zu mir. Alle dieser Statuen haben die Form einer Eule. Du wirst sie also leicht erkennen können, ja? Wir treffen uns dann dort. Ja, tschüss. Lol. Der Kopierstab hat wieder magische Kraft! Mysteriöser Stab der antiken Statue Leben... Was? Mysteriöser Stab der antiken Statue Leben einhaucht. Okay. Okay, dann war das... Okay, erklärt sie gleich. In diesem alten Dokument stand also der Zauberspruch, der diesen Stab zum Leben erweckt. Wenn wir hiermit wieder zu den steinernen Statuen gehen... Der Typ hatte doch gesagt, er würde eine Markierung machen, wo wir die Statuen finden, oder? Also, Matt, gehen wir. Okay. Aber ich habe das Buch. Ha. Wir haben den Kopierstab. Wir haben den Kopierstab. Ja, aber dieses komische Herzloch, was da ist. Muss halt weg. Okay. Wir gucken uns die Markierung dann gleich mal. Okay, also dann kann unser Stab lesen. Das ist super. Aber gut, es ist auch ein magischer Stab. Damit kann man ja alles erklären. Magie. Magie ist alles. Na, na. Ich finde, wir sollten den ganzen Weg reiten, weil wir einfach cool sind. Ich glaube, uns bleibt sowieso nichts anderes übrig, als zu reiten, weil... Das ist... Also, die rote Fahne ist ja noch da. Naja, also die erste Statue ist da. Achso, die rote Fahne ist da, weil da eine Statue ist.
Dann können wir gar nicht mehr sehen. Okay. Ah, hier ist auch eine. Ja, dann können wir doch mal direkt hier hin. Nicht wahr? Alles klar. Hallo? Da habe ich nicht hingelenkt. Na gut. Okay. Das ist ja hier am nächsten. Dann kann ich hier mal hin. Die haben wir auch schon mal gesehen. Also vielleicht im Augenwinkel. Vielleicht habt ihr nicht drauf geachtet. Ich weiß es ja nicht. Angesichts der Tatsache, dass ich das Spiel irgendwie schon zweimal Let's Played habe, wisst ihr vielleicht, was es damit auf sich hat. Naja. So, hui. Oha, da ist ja eine Kiste. Und hier ist etwas anderes. Und ich kann dieses Etwas einfach zum Leben erwecken. Und positionieren, damit man hier rüberspringen kann. Ist das nicht toll? So. Juhu. Ist das nicht süß? Toll. Oh. Das ist ja cool. Wir sollen den sogar hier mitnehmen. Meine Nase juckt. Okay. Das ist ja komisch. So, das reicht schon. Und hopp. Und hopp. Und tada. Was ist denn hier Schönes? Ein Stempel. Ein hylianisches E. Okay. Offenbar sind nicht alle... Oh. Ups. Ja. Fast hätte ich irgendwie das Wichtigste übersehen oder vergessen oder so. Und zwar das hier. Ups. Oh, was ist denn das? Es sind Buchstaben, die ins Buch reingeflogen sind oder so. Du entdeckst ein kumulanisches Zeichen. Damit kannst du einen Teil des Kumulaner-Dokuments lesen. Aber anscheinend enthält dieses Dokument immer noch Lücken. Hä, Statue? Wieso bist du plötzlich hier? Oh mein Gott, gruselig. Gut, das hätten wir dann ja. Dann können wir auf die Karte gucken. Nein. So, die Fähne, das Fähnchen ist weg. Hier ist eine andere Fahne und... Ja, gut, um den Rest kümmere ich mich dann später. Aber erstmal möchte ich dann... wo ist denn hier der Weg nach oben? Was ist ich doch hier? Ja, genau. Oh, da kannst du ja wohl hoch. Na gut. Nein. Das wiederum ist cool, diese Sammelaktion hier. Ich mag das. Irgendwie mag ich es so, die Oberwelt zu erkunden. Los, lauf, Ebona, lauf! Überfahr ihn, überrenne ihn! Wo ist die Brücke? Oh, da. Es ist ja voll weit hier. Nein. Boah, voll geschubst. Wo kommen die eigentlich alle her, Mann? Hermann! Hermann! Hallo? Hallo? Nein! Penner. Man kann nämlich runterspringen, glaube ich. In den Abgrund. Na warte, ich bringe mich um. Ich bringe euch alle um. Der wurde umgeworfen. Komm, stirb einfach. Du hast nicht verdient zu leben und... Okay, der ist verschwunden. Ist irgendwie... Ist er wieder aufgestiegen? Nö. So, endlich Ruhe, ey. Endlich Ruhe. Oh. Stopp. Und jetzt hier irgendwo da oben ist der Statue oder so. Nein, da ist er. Da ist er, der Honk. So.
Das war ziemlich nah am Rand, aber machbar. So. Hier ist eine Statue. Aber wie kommen wir da hin? Wir können es mal untersuchen. Von hier aus aber glaube ich nicht. Wir müssen ja irgendwie rüber oder so. Wir waren ja schon mal da drüben, auf der anderen Seite. Ein Tap. Und... Boah. Boah. Nein. Ist da oben irgendwas? Ich kann ihn ja mal bewegen und gucken, was dann... was so machbar ist. Oder kann ich von hier aus irgendwie dahin? Nee. Hui. Ich meine, ich kann ja nicht auf ihn drauf. Ich hätte jetzt gedacht, dass man das als Plattform benutzt, aber hier. Ja, okay. Ich glaube, man kann auch auf dem anderen ruhig drauf, oder? Ja. Ups. Mal wieder ein Ups. Du entdeckst ein kumulanisches Zeichen. Aber es ist immer noch lückenhaft. Okay. Ich frage mich nur, ob man mit dir auch irgendwas Besonderes holen kann. Ich meine, warum denn nicht? Kann man mit dir spazieren gehen? Nein. Kann man mit dir auf die andere Seite laufen? Und da irgendwas holen? Das wäre witzig. Nanioledo. Ich meine, warum nicht, ne? Warum nicht? Vielleicht können wir ja mal wieder irgendwas verglitschen oder so. Aha, hier ist eine Lücke. Ja. Was ist denn hier? Ah, okay, tatsächlich. Ah, ich wollte gerade sagen. Tatsächlich. Man soll mit ihm spazieren gehen auf die andere Seite der Brücke. Okay, dann. Bitte sehr. Mach es dir gemütlich, mein Freund. Ich hab dich gern, deswegen gebe ich dir immer die besten Lücken, die besten Löcher. Ja, oh. Da muss ich aber gleich von ganz oben. Was willst du jetzt schon wieder? Was wolltest du? Hä? Keine Ahnung. Ich höre ein glitzerndes. Ein glitzerndes. Wir hatten den ja eigentlich schon, glaube ich. An denen kann man sich leider nicht so festhalten oder so. Man muss echt doch drauf landen. So, jetzt aber... Der ist zu weit weg, oder? So. Ich dachte eigentlich, der wäre zu nah dran. Yeah. Ist hier etwas Glitzerndes vielleicht? Nein, okay. Vielleicht ist hier wieder ein Buchstabe. Ach, die schöne, es wird Dunkelmusik. Ein Herzteil. Wuhu. Okay. Das ist schön. Das ist sehr, sehr schön. Ja, das Insekt müssten wir eigentlich schon haben, aber ich probiere es mal trotzdem aus. Ich gucke lieber mal doppelt. Ich weiß. Obwohl ich mir eigentlich sicher bin, dass ich das schon habe. Gespensterschrecke männlich. Du hast schon ein Exemplar. Pff, jetzt habe ich schon wieder aufgehoben. Hey, gibst du mir noch ein Herz? Ich brauche keins, aber... Okay. Tschüss. So, dann können wir jetzt weiter writen. Vielleicht finden wir ein paar Geister jetzt, wo es dunkel ist. Ah, und ich sehe auf der Karte, wo wir noch hin müssen. Aber ich möchte im Norden lang reiten. Einfach nur so.
So, Epona, so. Ah, man könnte sich da direkt hin teleportieren eigentlich. Hm. Wie gesagt, ich möchte gerne ein bisschen rein. Vor allem, vielleicht finden wir hier an den Wänden, ich meine, an irgendeiner Steinwand müsste ja auch mal ein Insekt sein oder so. Ups. Nein. Und im Dunkeln sieht man das natürlich ganz gut, weil es dann leuchtet. Ich meine, ich muss zu diesem Ort, wo es so komisch... Aua. Oh, ja, hier. Wo die schleimig sind. Aber hier? Nee, hier war das gar nicht. Es gibt noch einen Ort, der so ist. Mit so einem, so Klippen. Mit so Dingern. Okay. Da vielleicht? Nee, das ist ja schon der hohe Norden. Da möchte ich nicht hin. Aber da ist wieder so eine schmale Passage. Da möchte ich hin. Also da, wo ich gerade hingucke. Ihr könnt das bestimmt gut sehen. Nee, halt hier in den Westen. Und nebenbei noch Insektenausschau halten. Könnte sein. Ja, dich haben wir auch schon. Haben wir es letztens geholt, kann das sein? Oh. Ich wollte nicht den. Nein, ich will doch nur. Ich will doch. Stopp! Ich beschütze dich! Nashornkäfer. Nein! Nein! Lauf nicht weg, flieg nicht weg, meine ich. Ja. Hirschkäfer. So, und das warst du. Okay, ich habe schon eins. Oh Mann. Oh Mann. Und dann passiert sowas. Boah, fast hätte ich es nochmal gemacht. Also ich habe schon A gedrückt, aber der hat mich. Der hat es zum Glück nicht akzeptiert als gefangen. Ja. Jetzt ist die Frage. Ich wollte. Ich glaube, ich möchte dahin, wo ich gerade hinreite. Nein. Ich wollte den anderen Weg, aber gut, der ist ja hier auch erreichbar. Das ist ja merkwürdig, dass das geskippt wird, quasi. Ich möchte hier lang. Oder wird das auch geskippt? Nee, ich bin nicht. Ich will hier hin. Okay. War ich hier überhaupt schon mal jemals? Doch, ich. Ja, doch. Ich wollte hier hin. Nee, das ist nicht das, wo ich hin wollte. Auch Manu. Aber. Also, ein Insekte. Insekte. Ein Insekte. Gibt's hier, glaube ich, nicht. Lauf. Dann ist das, was ich suche, woanders. Da war so eine. Brücke und so. Wo ist denn das? Naja. Wir werden es schon finden und sonst haben wir uns halt genauer umgesehen. Einfach nur um zu gucken, ob wir Insekten oder so finden. So. Hier ist irgendwo ein Steinchen. Hui. Genau. Also nicht ein Steinchen, sondern eine Statue. Das können wir doch wegsprengen, oder? Das sieht auffällig aus. Wir nehmen dafür diese fetten Bomben. Also, was heißt fetten Bomben? Diese Bomben, die wir sehr viele haben. So, geht. Okay, nichts zum Reingraben. Gut, dann machen wir dieses super schwere Rätsel. Und zwar müssen wir einmal hier hoch und uns fallen lassen. Und dann. Ja, gut. Dann so. Boah, boah, boah.
Oh mein Gott, kumulanische Schriftzeichen, aber immer noch lückenhaft. Okay, dann muss ich jetzt spazieren gehen. Möglichst so, dass ich es noch erreiche mit einem Sprung. Hui! Das so schon mal nicht. Ja, man muss es auch mal wieder neu positionieren. Aber wir müssen ja wieder hochkommen irgendwie. Na gut, das Rätsel ist nicht schlecht, aber man muss... Das Rätsel ist nicht schwer, aber man muss halt Glück, ja doch, ein bisschen Glück und ein bisschen die gute Position haben. So, das ist am besten hier. Ja. Ja. Ja, okay. Kann man sich da reingraben? Niam, 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 niam. Wow, 100 Rubine. Kann man hier irgendwie was machen? Pfiuh. Außer Rasenmähen? Rasenmähen? Sieht nicht so aus. Da auch nicht. Okay. Okay. Und dann müssen wir jetzt zum... Das sah witzig aus. Zum Westen der Stadt. Oh, hier sind ja auch diese Knochenhunde. Aber damit möchten wir uns jetzt gar nicht beschäftigen. Wir wollen einfach weg von hier. Und das, indem wir einfach nach rechts abbiegen. Da waren wir ja gerade schon auf dieser Ebene. Der Part ist übrigens unendlich lang. Ist mir scheißegal. wir machen das noch zu Ende und dann beende ich mal den Part. Ja, ja. So, Schmetterling. Gemäht. Rasen gemäht. So. Okay. Genau, hier ist der oben drauf. Ups, aber erstmal möchte ich die gerne umbringen. Die, die nur noch einen Schlag brauchen. Guck mal, ich kann blank ziehen. Oh, das war perfekt. Okay. Gut, da muss ich den... Ups. Einmal aktivieren. Natürlich, natürlich. Aber ich möchte den hier hinstellen ungefähr. Dann muss ich einmal rüberspringen und dann muss ich da auf das andere Podest und bla bla bla. Okay. Hier kann man sogar ein bisschen Anlauf nehmen. Und trotzdem verkacke ich es. Dann machen wir es so. Und somit ist das Buch ja eigentlich jetzt komplett. Also die Schriftzeichen. Du kannst nur einen teilen, bla bla bla, aber anscheinend enthält das, was das Dokument enthält, immer noch Lücken. Aber wo ist denn noch da? Das habe ich übersehen. Okay. Aber dann holen wir das gleich. Ich habe ja gesagt, ich mache das erst zu Ende. Dann mache ich es auch erst zu Ende. So, hier kann man auch schon Anlauf nehmen. Wir wissen Bescheid. Ups. Dam, dam. Die Eulenstatuen sind sehr schick. Ja, dass das immer so knapp nicht geht. So. Der zweite Sprung kann ja ruhig weiter sein, weil man sich da mehr festhalten kann wenigstens. Hey, hey. Und wieder ein 100er. Ein 100er, aber wir haben schon 1000 Rubine. Kann man hier gar nicht mehr tragen. Schade. Ups. Aber ich wüsste schon, was man damit kaufen kann. Wenn das... Ja doch, das müsste eigentlich jetzt gehen. So. Wo ist... Hier eine Statue. Wo ist denn hier eine? Ist hier wirklich eine? Also, hä? Genau. Okay. Ja,
schieß mich ruhig. Erschieß mich ruhig. Ich überfahre dich. Ich bin ja nicht mehr da, oder? Gut. Ist das da, wo der Schmetterling war? Aber da habe ich ja keinen gesehen. Ist doch keiner, oder? Bin ich bescheuert oder was? Ich grab mich hier nochmal ein. Ich glaube zwar nicht, dass es hier drin ist, aber. Hä? Also ich grab mich nicht ein, um zu gucken, ob ich hier schon mal drin war. Sondern. Ja, ich. Warte. Genau das mache ich. Ich würde gucken, ob ich hier schon mal drin war. Deswegen komme ich mit. So, aber warum? Und wo? Und hallo? Wieso hat er mich jetzt hier rausgeworfen? Ist das überhaupt eine Fahne oder was? Es ist, glaube ich, gar keine Fahne, kann das sein? Aber wo ist denn noch eine? Irgendwo muss ja noch einer sein. Hä, aber was soll das sonst sein? Bin ich. Was ist das? Doch. Das ist eine Fahne. Hä? Aber. Unsere letzte okkulte Kunst können wir uns eigentlich auch mal holen. Das ist hier irgendwo. Ja, ja, langweilig. Also ich meinte jetzt gerade Midna und habe gesagt, langweile dich. Nicht langweilig. Ich bin nie langweilig, ich weiß. Also laut Karte ist es ja direkt. Kann ja nicht. Okay, es ist so eindeutig hier. Ich besieg mal ein Monster. Ich habe keine Ahnung. Ja. Jetzt bin ich echt irritiert, Alter. Vielleicht habe ich die auch noch nie besiegt. Kann ja sein. Ja, dann besiege ich die mal. Hä, ich meine, ich war hier schon mal drin. Ich war ja doch wegen des Schmetterlings zumindest hier. Habe ich doch bestimmt alle mal besiegt. Vielleicht ist ja nichts aufgetaucht und... Hä, nee, das kann ja nicht sein. Es taucht immer irgendwas auf. Ich bin verwirrt. Merkt man das? Nein. Merkt man gar nicht. Na komm. Ja, ich hab dich mit deiner eigenen Hülle verletzt. Wie gemein. Ja, hier ist. Hä, da lebt noch einer. Ha, der war einfach friedlich. Und ich schütze ihn auf. Fies. Jetzt bin ich mal gespannt, was hier passiert. Eigentlich. Ein Stempel, ein Linksstempel, wütend. So, kann man sich hier nochmal eingraben? Oh. Ups. Ich glaube, ich habe gerade. Ich bin gerade total dumm. Das war keine Fahne, sondern nur der Pfeil, woher ich gekommen bin, sozusagen. Aber wenn die das auch so klein machen, wo soll ich das wissen? Ja, Ich bin so. Naja.
Ich sehe gerade auf der Karte, auf der großen Karte, hier. Hier. Ich war hier. Doch. Ach ja, stimmt, da ist ja noch sowas. Ups, stimmt. An den denke ich die ganze Zeit und dann vergesse ich das. Ja, er hat zu Hause auch sowas. Ja, ja. Dann reiten wir mal dahin. Es wird ein Riesenpart. Hihi. Und ich werde dich überfahren. Oh, ich habe ihn nicht getroffen. Schade. So. Aber ich denke mal, es ist ganz gut, hier mal rumzulaufen. Auch wenn ich das schon oft gemacht habe. Dann kann man wenigstens ein bisschen gucken. Vielleicht hat man ja was übersehen. Hier ist noch ein Insekt oder so. Oder irgendwas anderes Geheimes. Und man sieht das erst nach dem 50. Mal. Hier wollte ich hin. Hier wollte ich hin. Das ist das, was ich wollte. Das ist ja kürzer, als ich dachte. Ich dachte, vielleicht ist hier ein Insekt. Irgendwo. Ein Insekt? Ein Insekt? Ich spring mal das da weg. Sieht so auffällig aus. Toll, Geld. Na gut. Also ja, okay. Jetzt brauche ich es gerade nicht, aber an sich ist es gut. Aha. Nicht in Panik verfallen, sonst werden wir erst recht erwischt. Lauf, Epona, lauf. Ein Insekt sehe ich aber nicht. Am Ende muss ich tatsächlich nachgucken oder so. Eigentlich müsste man nur nachsehen, wo die anderen Pärchen waren. Weil die sind ja meistens dann in der Nähe und so. Moment, ich möchte gerade gucken. Weil wir haben ja von jedem schon eins. Und wir wissen ja, wo die waren. Gottesanbeterin. Also müssten wissen, wo wir die waren, ne? Und in dem Gebiet müsste das Gegenstück ja auch sein. Und den Hirschkäfer haben wir ja direkt schon gefunden. Den hatten wir ja auf jeden Fall schon. Wir hatten beide hier, aber ich weiß, wo diese sind. Oh, das ist auch eine interessante Sicht. Oh, sorry. So, dann sind wir hier. La 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 la. La la, nicht hier. Ich bin schon zu weit. Da. Moment mal. Kann man hier Licht anzünden? Passiert da was? Oder ist es nur sozusagen zum Test? Also, weil man hier die Lampe bekommt. Aber ich glaube, ich hatte die damals schon angezündet. Um zu gucken. So, Bomben. Interessant, dass man das hier sozusagen erst jetzt so wahrnimmt. Also ich wusste ja, dass man erst später hierher kommt und so. Aber es ist doch witzig, wenn man sowas hat. Etwas so Backtracking-mäßig, dass man echt später erst etwas erreichen kann. So, ich mache erst das hier. Das ist sogar eine nette Kuhle. Das, soll man das als erstes machen? Ich glaube fast schon. So wie das hier aussieht. Na, hör auf. Aha. Jetzt verstehe ich. Nee, oder? Hä? Oh. Wow. Okay. Das hätte ich nicht gedacht. Also doch, habe ich jetzt offenbar, aber ist auch immer witzig, wenn man sagt, hä, da, wie soll man denn darauf kommen? Aber in dem Moment ist man ja darauf gekommen. Eigentlich ist diese Aussage dann komplett. Ah!
So war das hier. Okay. Na gut. Tschüss. Ja, super. Dann haben wir jetzt komplett, glaube ich. Moment, Moment. Wenn ich schon hier bin, kann ich ja nochmal mit der Lampe gucken, ob ich wirklich alle Geister habe. Aber ich denke schon. Ich denke so. Und dann eine Lampe. Ach nee, ich weiß ja, dass wir hier schon alles haben. Ich bin so geisterfixiert hier. Ah, die Lampe ist schon nice. Okay. Wo bin ich? Moment. Was ist hier? Gar nichts. Okay. Okay, der steht wieder da drin. Ist okay. Das ist ja kein Problem, den zu bewegen. So. Okay, so. Damit kannst du einen Teil blablabla. Bla bla. Aber anscheinend enthält das Dokument immer noch Lücken. Okay. So, jetzt gucke ich nochmal auf die Karte. Und zwar aufs Gamepad. Da kann man es nämlich größer sehen. Ach ja, in der Wüste ist ja auch sowas. Tatsächlich. Und jetzt sehe ich, erkenne ich, was das hier ist. Das sind so kleine Uhren. Kleine Stoppuhren. Als wäre da quasi eine Quest oder so. Also klar, das ist ja, sind ja quasi die Quests, die wir schon gemacht haben. Hier ist ja das Schlittenrennen. Also sind das alle Aufgaben bzw. Herzteile, die wir gefunden haben. Hier ist was, da ist was, da ist was, da ist was, da ist was. Was genau ist das? Ach schade, dass ich habe das, habe ich das Lösungsbuch? Doch, das Lösungsbuch habe ich, oder? Ich weiß es gar nicht. Ja, hier ist zum Beispiel das Huhn gewesen. Weil ist es immer noch da? Das ist echt komisch. Naja. Okay, es wird wieder dunkel. Und wir haben keine andere Wahl, als zurückzukehren. Aber diesmal porte ich... Ah ne, Quatsch, wir müssen erst in die Wüste. Dann porte ich mich erst recht hin. Ist ja dann in der Nähe. Ach ja, ein super duper langer Special Part hier. Auf der Suche nach den kommunanischen Schriften. Da, man sieht schon die Statue. Ist ja interessant. Und hups. Und hups. Und lauf. Ich will mal gerne auch zusammenrechnen. Einmal kurz. Wir haben genau 50 Geister sehen. Also es fehlen noch genau 10. Und wir schauen mal auf die Karte. Hier fehlen 3. Also 7. Hier fehlt keiner. Hier fehlt keiner. Hier fehlen 2. Also schon mal 5. Und hier fehlen 3. Also fehlen noch 2 und die kriegen wir im letzten Tempel. Also haben wir quasi alle mit den Karten. Also beziehungsweise sozusagen sobald wir den Tempel... ich wollte gerade sagen, ich komme da nicht hoch. Sobald wir mit dem Tempel fertig sind, können wir halt... Also das wollte ich damit ausdrücken. Können wir in Ruhe uns um diese ganzen Nebensachen kümmern. Alter, eigentlich hätte ich hier gar nicht hingemusst. So. Falscher Gegenstand. Und höpsa. Funktioniert nicht, so wie ich wollte. So. Dann gucke ich... Also dann... Ich überlege, ob ich nachgucke mit den ganzen Herzteilen und so. Kann man hier auch rauf? Nee, oder? Nee. So. Schön. Ich glaube, ich muss erst auf die eine Plattform und dann auf die andere Plattform springen. Durch das Dings. Ja! Antikes Dokument vollständig! Du hast alle kommunalischen Zeichen erfolgreich ergänzt.
Es enthält wichtige Hinweise für die Reise nach Kumula. Lege sie auf bla bla oder bla bla, um sie bla 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 bla. Moment. Jo. Okay. Oh Gott. Ich wusste nicht, dass er hier problemlos rüberläuft. Ist extra so ein X, damit man ihn gut positionieren kann, halbwegs. So. Whoop. So. Uah. Okay. Das ist gar nicht mal so einfach hier. So, noch ein Stück nach da. Und jetzt komplett nach rechts. Wenn das geht. Ja. Ist okay. Weil man sieht den Brunnen da gar nicht, den er gehen kann. So, ich hoffe, das passt. Oh. Ich habe keinen Bock, das nochmal zu machen. Okay. Super. Und wieder ein 100er. Egal, die Truhe ist weg. So, das heißt, wir können uns nach Kakariko porten und dann erledigen wir im nächsten Part den Rest. So. Habe ich... Ich wollte gerade sagen, ich dachte schon, ich habe mich zum Vulkan geportet. Habe ich nicht. So, okay. Dann sehen wir uns im nächsten Part. Ich verwandle mich schon mal zu Menschen. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal in der Dunkelheit von Kakariko. Tschüss.